Tagchen. So, wieder Moos dran. Schnallt euch an, denn wieder Moos dran. Ja, okay, der war schlecht. Ja, so, ne? Der wieder. Ich weiß gar nicht, ob er jetzt noch mehr drauf hat als vorher oder nicht, aber schauen wir mal. Ich weiß es ja nicht mehr. Ist ja schon so lange her bei mir, Mega Man X5. Ja, geht schon direkt los hier. Keine Stage direkt. Auf die Fresse. Nice to see you again. Did you miss me? Stop presenting, presenting me, Dynamo. What do you want? I told you I want to disturb you. That is my mission. Also, seine Mission ist quasi, uns zu stören, und deswegen ist er halt wieder da, ne? It may not seem it, but this is my job. And since you guys are always so serious, I'm a little serious too. This time, okay? Ready to die? Nein. Also nicht so fragst. Achso, na. Uiuiui. Reflex. Weiter. Na. Das ist frech. Wow. Au. Okay. Ja, okay. Ach, Scheißdreck. Muss halt mal ein bisschen schneller ausweichen. Habe ich getroffen? Ich weiß gar nicht. Ja. Okay, das Zeit anhalten wollte ich mal probieren bei ihm, aber es funktioniert irgendwie nicht. Er hat gedacht, vielleicht kann ich ihn ein bisschen stoppen und dadurch ein bisschen mehr Schaden verursachen. Das funktioniert nicht, alter Schweinebär hier. Hehe, da lacht er wieder blöd. Ja, oh ja. Steh halt immer an der falschen Stelle. Ja. Höhe! Komm auf die Steuerung und stellt mal wieder. Krieg ich aufs Maul. Okay, so geht's. Na, okay. Ja, da muss ich halt schnell weg. Sobald der Dash nicht auf den Schultertasten ist, habe ich schon verloren. Und ich muss mit dem Steuerkreuz spielen, das ist auch wieder ein bisschen ungewohnt. Ja, aber ich habe meinen PC noch abgesetzt und alles ist jetzt wieder hier am Rallen. Und optimal vorbereitet, hab ich gemerkt. Naja, das Sackgesicht. Wo ist denn mein Dash jetzt eigentlich? Ah, hier. Ja. Ja, das schaffe ich nicht. No chance. Ah, ist nicht so schwer, aber die Steuerung macht mich halt komplett wahnsinnig gerade. Naja. Wow. Freudig. Klappzack. So haben wir nicht gewettet. Ja. Ja, weg mich doch. Ja, das schaffe ich nicht, da bin ich nicht schnell genug. Na. Ja. Aber seine Battle-Team ist geil.
Jetzt kommt er wieder. Wow. Da finde ich nicht viel. Das war's. Ah, okay. Uiuiui. Zündet die Dynamo, Leute. Es ist geschafft. So, you are strong. I fought seriously this time. Anyway, I did need 9 lives if I stuck with you. So I leave, no more games. You should think about your future too, or you'll die someday. I'm getting out of here because I don't want to die right now. Adios. Dynamo. Und da ist er wieder weg. Feigling! Der haut einfach ab. Und im Hintergrund eine Rakete. Beziehungsweise ein Space Shuttle. Das besagte Space Shuttle, mit dem wir dann fliegen werden. Live Up und Virus Buster. Ne, speichern natürlich. So. Blip. Ja. Gut. Continuen. Und widmen uns wieder den Bossen, die da noch übrig sind. Oh, er ist als nächstes dran. Irgendwie sind die Feuerbosse immer als letztes, kann das sein? Das ist so ein Mega Man. So ein Mega Man Art ist. Und wir haben wieder einen Pflanzenboss. Wie schon in Mega Man X3. Die Gurke. Das Gegnerdesign ist auch der Wahnsinn. Ich liebe es einfach. Also Rosen im Hintergrund. Das ist schön. The secret Reploid Force Facility that is hidden deep in the jungle has become infected with the Mavericks. I bet it if they got a little deeper into the jungle from here. You'll find the Orbit Energy. Orbit Engine, nicht Orbit Energy, so. Okay. Ja. Naja. Kannst halt auch nichts machen, ne? Wenn der kommt, benimmt er immer Besitz von mir. Aber es macht mir keinen Schaden oder sonstiges. You can grab the vines with the wire hook. Use the vines and climb up. Ah, okay. Aber was ist hier? Komm ich da durch? Den Schuss brauche ich noch. Damit vielleicht? Nee. 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 Ich probiere es mal einfach. Eis. Was macht das hier? Laser! Voll gut. So, und das hier? Das war doch so ein... Ja, genauso Strom überall. Na gut. Anscheinend funktioniert das nicht so wirklich. Oi, oi. Muss die ganze nach oben drücken. Ja, jetzt sag mal. Das mit den Gegnern ist halt auch nochmal ein bisschen... Ätzend. Ja, komm, Mega Man. Hoch da. Nein! Oh. Ich hab bis zu weit nach links gedrückt und schon begrüßt er die Stacheln mit freundlichen Armen. Mit freundlichen Armen, ja. Schließt sie freundlich in seine Arme so. Okay. Ja, so geht's. Kann vielleicht sein, dass das mit dem Virus nur heißt, wenn er mich grabbt, ist vielleicht anfälliger gegen Schaden, denn das kann natürlich auch sein. Geht doch eh auf. Naja, sag ich doch. Wow! Weiter.
Wen wollt ihr hier verarschen? Nein! Hilfe! Lass mich los! Oh Gott! Alter Schwede! Wow, hier ist Danger. Ja. Naja. Dass die auch noch schießen müssen, ne? Das ist richtig frech. Naja, von oben auch. Komm. Dich habe ich gesehen, mein Freund. Dich habe ich gesehen. Und dich sehe ich eh. Ja. Naja. Ich finde, die Hitbox ist manchmal ein bisschen schwer einzuschätzen bei denen. Naja, jetzt muss ich mich gerade ducken und dann. Ja. Bitte was? Ich bin gerade gesprungen und dann grabt er mich in der Luft. Naja. Warum nicht? Ich glaube, ohne, wenn er mich von der Distanz grabben würde, weißt du? Naja. Naja. Gib doch. Achso, ich muss das Auge treffen, kann das sein? Ja. Die brauche ich unbedingt. Hm? I'm down here, but watch your... that the big hole below you. Okay, müssen aufpassen. Auf das große Loch. Vor uns. Okay. Aha. Was macht der? Nichts. Achso, die... treffen mich wahrscheinlich. Ich hab so ein bisschen Angst vor denen, habe ich gesagt. Wollte ich sagen. Bin noch nicht ganz auf der Höhe, ich merke das schon. Okay. Nope. Nein. Oh, ist das räudig. Ein Hit und dann vorbei. Okay. Alles gut. Okay, er dreht sich um. Das heißt, unten lang kann ich nicht, aber oben lang geht. Naja. Hm. Nein. Oh, er dreht sich gerade in dem Moment um, weißt du. Boah. Einfach durch. Egal, scheiß auf Schaden. Das geht. Na komm. Geh auf. Jawohl. Naja, hat die gedacht, ne? Ich bin hier der Barbo. Was? Ich brauch den fucking Dash auf der Schultertaste. Ich kann so nicht zocken. Das ist so Japanisch-Steuerung, die ich hier hab. Nix gegen den Japaner, aber. Ich kann in dem Fall keinen aufgeladenen Schuss haben und gleichzeitig einen Dash-Jump machen. Alter, was ist denn hier los? Wie viele Gegner hier sind? Guckt euch an. Jawohl. Ja, klar. 3 Stück. Einfach Damage Boost und durch. Ah, jetzt sind wir beim Boss wahrscheinlich. Oder ist es ein Zwischenboss? Nee, ist der Boss. Okay. Hallo. Na du? Axel the Red. What do you want with me? Nothing. I just want the orbit engine. Orbiter engine. Are you a thief or something? I can just take what you want to that easily. Go home, kid. Otherwise, I call the Maverick Hunter. Do as you wish. Now, tell me where the engine is. I told you so. You can't get it so easily. You have to fight for me for it. If that is the easiest way to parasite you, so be it. Okay, er will uns die Engine, also den Motor, nicht geben. Freiwillig, also müssen wir gegen ihn kämpfen. Ne? Macht ja Sinn. Hey, you better watch your mouth. I'll do whatever it takes to win. Let the battle begin. Was? Der klont sich? Oida! Fuck. Brauch hier den da. Naja, okay.
Nein, lass mich los. Drecksack. Nein. Tot. Der Windstoß ist ja richtig scheiße, weil es kein Schuss ist. Der geht nach oben. Was soll ich denn da tun? Ich bin mir nicht mal sicher, ob das effektiv gegen ihn ist. Also er leuchtet nicht so, wie ich gedacht hätte, dass er leuchtet. Wisst ihr, die Gegner machen ja immer dann so einen speziellen Move, beziehungsweise sie leuchten so, wenn das auf jeden Fall ihre Schwachstelle ist, beziehungsweise die Waffe ihre Schwäche ist. Boah, das mit den Dingern ist halt auch übel. Nee, das macht nichts. Na, nicht in den rein. Na. Na. So nicht. Na. Ja, klar. Ich guck mal seinen Schaden an. Aber. Ja. Nein. Nein. Fuck auf. Das mit dieser Liane ist so richtig räudig. Ja, welcher ist denn der echte? Der nicht. Ja. An den Rand zu gehen hat keinen Sinn, weil der kriegt mich immer. Ich weiß nicht, das mit dem Wind, das gefällt mir nicht. Ich glaube nicht, dass ich den damit besiegen werde. Deswegen werde ich wahrscheinlich den X-Buster nehmen und ihn einfach zerklöppeln damit. Auch wenn es wahrscheinlich ein bisschen länger dauern wird, aber ich habe nicht das Gefühl, dass das irgendwie so eine Schwachstelle ist. Ich weiß es nicht. Also, die Waffe, dass ihn am meisten Schaden zufügt. Ja, macht er den wieder. Ah, das schütze ich damit auch. Naja. Oder, jetzt aber. Nein. Ja, der ist auch schnell. Wie Sau. Diese Kugel, ne? Die sind das Räudigste an allem. Weil am Ende, wenn ich ihn nicht schaffen sollte, muss ich dann Energy Tanks und Herzenfarmen geben jetzt schon. Weil anders wie glaube ich nicht, dass ich ihn packe. Ich habe eh zu wenig Energy, glaube ich. Aber eigentlich fährt die Kugeln auch immer nur ihre Routen ab. Also rein theoretisch könnte ich mir das merken und auswendig lernen. Ah, tot. Aber irgendwas muss dem seine Schwachstelle sein, da bin ich mir zu 100% sicher. Aber ich weiß auch nicht, ob das das ist, aber alles andere macht keinen Sinn. Das ist die letzte Waffe, die ich bekommen habe. Also von der Reihenfolge her, wie ich es noch weiß, müsste eigentlich der nächste sein. Wow. Ja, komm. Die Sprüche kennen alle. Ah, das hat es zerstört zumindest. Ja, das hat es nicht zerstört. Hadouken! Ah, scheiße. Nee, so. Naja. Der als, ne? Den komischen Hook da. Nein. Geh mir fort hier. Yes. Was denn jetzt? Hä? Ja. Lass mich los! Und, wow! Beide auch, ja. Der ist hart. Der ist echt hart, Der ist noch schwerer als der Typ auf der Airbase. Aber wäre ja langweilig, wenn es keine Herausforderung wäre, ne? Dass mir auch nicht erlaubt ist, während diesem Screen, wenn er auftaucht, meine Waffe zu wechseln. Das, weil aufladen kann ich, aber aufwechseln ist nicht drin, weißt du? Ne, die nicht. Die da baut. Naja.
Ja, treff ihn doch. Meine Güte. Hier, die Kugel ist außerhalb des Bildschirms. Ja. Jetzt kann ich mit dem Blaster zumindest treffen. Sei denn, kommt wieder angerallt. So dann. Ja, wenn er sich klont, ist es halt voll fies. Dann muss ich halt abwarten. Ja, vielleicht habe ich Glück und ich schaffe ihn nicht mal. Mach noch der Denkhack wieder. Ja, aber die treffen mich ja auch. Ja, fuck off. Junge! Ja? Jetzt kommt das wahrscheinlich wieder. Jetzt. Stirb! Jawohl! Mit dem letzten Pitzel an Energie habe ich ihn noch down gekriegt. Alter Schwede. Der ist ein Babsack. Pflanzenpeter hier. Yes! Haben wir geschafft. Geilo. Okay. Mission Report, Clear Time, Merrick's defeated. 88, bla bla. Bla 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 bla. Ja. Ja. Warum wiederholt ihr das eigentlich ständig? Das ist nichts Neues. So, wir nehmen Weapons und Energy. Wir haben den Spike Ball und Twin Dream. Orbiter Engine haben wir. Und Jumper. The Sigma Virus even destroys nature. There's nothing in nature now which is completely free from mechanical devices. We found a booster. It is in the jungle. Another hunter will be there soon to pick it up. Your mission is complete. Return to the hunter base. Ja, wir helfen natürlich. No. Ja. Guti. So, fast alle gepackt. In 6 Stunden haben wir noch Zeit. Das heißt, wenn wir den Boss anwählen, sind es noch 5. Aber das sollten wir schaffen. Ja, das war's erstmal mit der Folge von Mega Man X 5. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Und wir starten in der nächsten Folge quasi so allmählich gegen Ende dann. Also ein Boss ist noch übrig. Und danach müssen wir wahrscheinlich wieder in so eine große Festung gegen Sigma kämpfen und so weiter. Ihr wisst es ja. Also das Spiel ist jetzt nicht so Mega Man X untypisch. Von daher ist immer die altbewährte Formel, aber es macht Spaß. Gut, falls ihr mir was sagen wollt, schreibt es gerne in die Kommentare. Ansonsten könnt ihr mir gerne auch ein Däumchen nach oben oder ein Abo da lassen, würde ich mich sehr darüber freuen. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns wieder bei Mega Man X5 oder bei einem anderen Let's Play. Haut rein, bis dann.